Guten Morgen. Es ist schon sehr heiß, obwohl die Sonne jetzt nicht direkt scheint. Aber es ist so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Es ist eben wie, als wären wir im Nebel. Aber nicht dieser kühle Nebel, den man kennt, sondern wie in einem Tropenhaus. Wenn man reinkommt und es ist einfach so dichte Luft, so heiß und man möchte sich alles anschauen. Aber dann sucht man halt wieder den Ausgang. Und hier fühlt es sich genauso an, nur dass es keinen Ausgang gibt. Und halt, wir freuen uns dann halt auf den Fahrtwind. Noch eine Schildkröte. Oh, ist jetzt ganz eilig. Bevor die ganze Ameisenstraße da aufgehalten wird, wo sie so drinnen gesessen ist. Und dass unser Diplock funktioniert, das haben wir schon wieder herausgefunden. Und jetzt haben wir es eben verwendet, weil wir es gebraucht haben. Und tatsächlich, jetzt hat sich auch irgendwann mal wieder entschieden, dass der Kontakt unten wieder gegeben ist und die Lampe wieder leuchtet. Perfekt. Das ist beim Defender wirklich oft der Fall, dass wenn man ein Problem einfach mal kurz mal abwarten, wenn es nicht allzu schlimm ist, und oft löst es sich dann einfach wieder von selbst. Boah. Ich sehe schon, wo wir hingehen. Ja? Ja, ein Wasserfall. Wie wir hergekommen sind, war der Wasserfall viel, viel klarer als jetzt. Und es ist sogar jetzt auch schon, es kommt mehr Wasser auch von oben herunter. Das sieht man den Kaulquappen da, bei dem vorher war das wirklich schön abgetrennt und jetzt schwappt es schon so langsam rüber. Man sieht eben das viel dunklere Wasser her. Und da ist ziemlich viel vom Hang runtergekommen. Aber es, oder sie haben es absichtlich eben aufgeschüttet für die Straße. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine recht abenteuerliche Straße. So, das waren die frischen Baggerspuren. Schauen wir mal, ob sie uns vorbeilassen oder ob sie Mittagspause machen. Wir haben auf der Karte gesehen, dass es hier in der Nähe ein verfallenes Kloster gibt und haben da jetzt hergeschaut. Und es ist so schön und so cool, dass man da einfach so durchspazieren darf und alles so entdecken darf. Und an manchen Stellen sieht man so richtig, wie die Natur drüber gewachsen ist und das diesen Ort so zurückerobert hat. Und das ist einfach so ein schöner und friedlicher Ort. Jetzt wirklich noch mehr. Also es ist nicht nur eine runde Ecke, sondern es ist wirklich so wie ein Wendelgang. Ja. Nicht verschwinden, Dani. Das ist echt ein großer Raum. Er ist halt zugeschüttet mit Jahren von Laub. Mhm. Da gibt es so ein tiefes Loch. Es ist richtig mit so einem Bogen gebaut. Eigentlich voll gefährlich, weil man geht immer da, man weiß noch nicht, dass es kommt, dann rutscht man aus und blups. Oh ja, man sieht es voll gut mit der Taschenlampe.
Einmal noch zum Hören. Eine türkische Familie ist auch da, die da ein Picknick macht. Und die hat uns gleich begrüßt und willkommen gesagt und gefragt, ob wir hungrig sind und mit ihnen essen wollen. Und die Begegnungen, die wir bis jetzt hatten, waren immer so freundlich und so willkommen heißen einfach. Und ich finde, da fühlt man sich auch gleich so wohl, wenn man einfach weiß, die Leute finden das toll, dass man da ist. Wir haben uns jetzt noch zusammengesetzt mit ihnen und dann ist noch ein älterer Franzose gekommen und hat sich auch dazu gesetzt und dann haben wir alle gegessen zusammen und es war sehr entspannt und schön. Wenn du glaubst, dass es eine enge Straße ist, kommt von irgendwo ein LKW. Ein riesen LKW. Ist sich ausgegangen. Vorne sieht man ganz toll die Verbindung der Halbinsel mit dem Festland. Ja, auf beiden Seiten mehr. Genau, voll schön. Wir haben gerade getankt und dann an der Tankstelle gefragt, ob sie auch Wasser haben. Und jetzt füllen wir da unsere Wasserkanister auf durch den Filter und wir hatten noch nie so viel Druck. Es geht so schnell durch. Alles aufgefüllt? Super geklappt. Ja, in 10 Minuten oder so. Steht, wieder eine Fähre. Auf dem Boot oben steht so Mashallah. Das heißt irgendwie so mit Gottes Hilfe oder so Gott will oder sowas. Aber ist schon schön. Vor allem kein Müll. Also wir haben die Fähre von Çanakkale nach Kilibahir genommen. Und der Daniel hat dann auf Google Maps schon ein paar mögliche Schlafplätze rausgesucht. Und jetzt war aber die Straße, die wir eigentlich fahren wollten, gesperrt. Deswegen sind wir abgebogen auf eine kleinere. Und jetzt ist es so schön. Wir werden die Defender jetzt unter den Bäumen im Schatten parken. Und dann können wir zu Fuß nach vor zum Strand spazieren und schwimmen gehen. Und wir haben eingekauft, dass wir grillen können. Oder zumindest in der Pfanne was grillen können. Und genau, und morgen ist mein Geburtstag. Deswegen wollten wir auch, dass wir einen schönen Schlafplatz heute finden und das ist echt, das hat sich so super schön ergeben und ich bin echt glücklich. Wow, das sieht aus wie in Afrika mit dem großen Baum. Und links sieht es aus wie Dänemark, finde ich. Das Wasser ist ziemlich heiß und ich glaube der Heizschub hört bei 42 Grad auf. Boah, schau dir diesen Grashüpfer an. Oh mein Gott. Wenn das eine Spinne wäre, würde ich das Auto anzünden. Das müsste so verlaufen. Was wäre er betrunken? Das war nicht ganz der Plan. Es ist am Sandblech, aber gut. Es gibt einen Hund und so vor einer Stunde oder so hat er sich hier einfach hingelegt und ist eingeschlafen. Und jetzt schläft er noch immer und er schnarcht richtig. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön.
Wir gehen jetzt ins Meer baden. 19. Juni. 19. Juni. 2019. Ja. Und wir haben gestern tiefgefrorenes Tiramisu gekauft und über Nacht im Kühlschrank gehabt. Und nach dem Baden werden wir uns dann abduschen, Haare waschen und dann können wir Kuchen essen. Wie alt wirst du eigentlich? 22. Got a little lost in the same old mind. Got a little drunk in the same night. Pretending all that it's all okay. But you know me well and you know I'll fade. I think I love you still. From the depths of my heart to the bottom of my skin and it's still. Or deep, deep down in his ocean I will still. Follow this path and it leads me back to him. I think I love you still. It's a black deep hole and I can't fight. Pretending all that it's all alright. Wie war's? Wunderschön. So hat er was gesehen unter Wasser? Nein, es war relativ langweilig. Das Unterwasser, aber ich habe auch schöne Steine gesammelt. Juhu! Okay. Ich habe kurz Zähne, ich habe Streichholz im Mund. Okay. Bist du ready? Ja. Yeah. But you know me well and you know I like. I think I love you still. From the depths of my heart to the bottom of my skin. Deep, deep down in his ocean, I will still follow this path and it leads me back to you. Gabo und Jasmin sammeln auch Flaggensticker und ich darf jetzt die türkische Flagge aufkleben. Da hat ein Specht ein Nest und schaut raus. Dani ist am Gärtnern. Glücklich, dass er den Raven sammeln will. I think I love you still. Wir waren gerade nochmal schwimmen und das Meer ist einfach so schön. Und es ist einfach so klar. Beim Reingang sind noch so ein paar flache Steine und dann ist nur noch Sand. Aber man kann keine Fische sehen, nur so ganz selten so ganz kleine. Und ich finde, die Farbe vom Wasser ist einfach so schön. Und wenn man so rundherum schaut und es ist nur Wasser, es ist, ich mag das voll gerne. Und es ist halt auch, nachdem wir jetzt beim letzten Strand so überhaupt nicht gut schwimmen konnten, weil so viel Müll herumgeschwommen ist, ist das halt so extra schön. Also da haben wir echt schon Glück gehabt. Das ist ganz schön. Or deep, deep down in his ocean, I will still follow this path and it leads me back to him.